wie dieser Mann 1,6 Milliarden Dollar mit dem Internet gemacht hat. Geboren wurde Ralf Dommermuth 1963 in einem kleinen Dorf in Rheinland-Pfalz. 1988 gründete Ralf die 1&1 EDV Marketing GmbH, aus der heute die kostenlosen Services wie GMX oder web.de hervorgegangen sind. 1989 gewann die 1&1 den deutschen Direct Marketing Preis und die großen Player wurden auf das kleine Unternehmen aufmerksam. Die Telekom vergab 1&1 erste Aufträge und das blaue kastenförmige Logo war ab 1989 in allen Zeitungen und TV-Werbespots zu sehen. Nach dem Erfolg des Marketingdienstleisters ist 1&1 1996 als Internet Service Provider durchgestartet. Im März 1998 ging das Unternehmen an die Börse. Und zwar als erste deutsche Internetfirma. Also ein Unternehmen, das seine Geschäftsprozesse vorwiegend im Internet realisiert. Danach folgten Beteiligungen und Übernahmen. Ralf Dommermuth gehört mit seinem Vermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar zu den 50 reichsten Tech-Milliardären der Welt.